Eurowings zu beobachten ist und bleibt einfach spannend. Die bauen jetzt auf der Langstrecke wieder ein bisschen um. Der Airbus A340 fliegt aus der Flotte raus. Dafür kommen neue A330 hinzu. Und ja, das ist jetzt nicht wahnsinnig überraschend, aber das kann man sich ja trotzdem mal anschauen. Im selben Atemzug können wir dann direkt mal über die Belgier sprechen, die zur Lufthansa Group gehören und aktuell die beiden A340 für Eurowings betreiben. Und auch die neuen A330 auf der Eurowings-Langstrecke betreiben werden. Das Ganze, während man die Fluggesellschaft Brussels von unten Stück für Stück abzuschaffen scheint. Aber das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Und dann bin ich sehr gespannt auf eure Meinung zu dem Thema. Viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich wünsche euch allen schon mal ein schönes Wochenende. Ja, Eurowings Langstrecke ist ja schon mal ein sehr spannendes Thema. Ne? Erst sah es so aus, als würde der Flughafen Köln durch die Eurowings Langstrecke zu einem super interessanten Flughafen für Familien, Urlauber und Pärchen werden, die gerne mal mit Eurowings günstig nach Kuba fliegen möchten, um sich dort 2 Wochen an den Strand zu legen. Dann war da irgendwas mit der Air Berlin Pleite und man nahm den ganzen Eurowings Kram vom Flughafen Köln und stellte ihn an den Flughafen Düsseldorf. Man machte diesen Flughafen zur neuen Basis der Eurowings Langstreckenflotte. Dieser Prozess ist mittlerweile abgeschlossen und jetzt kann man gar nicht mehr aufhören, neues Potenzial für sich zu entdecken und dort immer weiter zu expandieren, sofern die Möglichkeit durch den Flughafen Düsseldorf dann überhaupt gegeben ist. Aber gut, das, was die da vorhaben, scheint mittlerweile ziemlich vernünftig zu funktionieren. Denn das, was vor einigen Jahren vielleicht noch so ein bisschen nach Experiment aussah, die Eurowings auf die Langstrecke zu bringen und dann möglichst günstig, möglichst viele Warmwasserziele anzubieten, das ist ziemlich erfolgreich. Und der Erfolg des Projektes zeigt sich unter anderem in einer mittlerweile 2-stelligen Anzahl an Langstreckenflugzeugen, die teilweise sogar mit einem Premium-Produkt ausgestattet sind, für die Kundschaft, für die es dann doch etwas mehr sein darf. Mit anderen Worten, Idee hat funktioniert, Zeit hat gepasst und jetzt kann man richtig was draus machen. Aber nichtsdestotrotz bleibt Eurowings selbstverständlich eine Low-Cost-Airline. Ja, ohne jetzt wahnsinnig viel auf den Begriff geben zu wollen oder auf die Bezeichnung geben zu wollen, denn das, was jetzt kommt, das gilt selbstverständlich so oder so ähnlich auch für alle anderen Fluggesellschaften. Aber damit die Eurowings so funktionieren kann, als Low-Cost-Fluggesellschaft so funktionieren kann, wie man sich das irgendwann mal gedacht hat, muss die Fluggesellschaft auf einer möglichst einfach gestrickten, aber soliden Basis stehen, möglichst unkompliziert und einheitlich sein. Tja, und dann kommt wieder dieses ganz wichtige Wort. Eurowings muss so wenig Komplexität wie nur möglich haben, um dafür so effizient wie nur möglich zu sein. Also ganz einfach, oder? Der große Vorteil daran, die Eurowings-Langstrecke ist quasi von sich aus entstanden, mit ihrem eigenen System. Man hat zwar einiges von Air Berlin übernommen, aber man hat eben nicht einfach kopiert. Zum Beispiel verzwickte Vertragsstrukturen, die sich über Jahre im Air Berlin-Konzern aufgebaut haben, beziehungsweise vielleicht auch noch in den vorangegangenen Konzernen, wie auch immer, die hat man nicht in das Eurowings-System übernommen. Das heißt, man hat die Komplexität, die durch solche Strukturen im Air Berlin-Konzern entstanden ist, eben nicht in die Eurowings übernommen und damit natürlich auch das Eurowings-System einfach gehalten. Das könnt ihr euch so vorstellen, als würdet ihr einen Computer von einem Kollegen übernehmen und der hat seinen ganzen Datenmüll da drauf gelassen. Und für euch ist es einfach nicht möglich, das Ganze zu reinigen und zu sortieren. Und darunter leidet am Ende des Tages die Performance. Das vergleicht ihr jetzt mit einem Computer, den ihr irgendwo im Internet kauft, der zwar gebraucht ist, aber der ist auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Heißt, da sind keine Daten drauf, außer die, die der Computer braucht, um zu funktionieren. Heißt, er ist zwar nicht mehr der neueste, aber er läuft wie eine 1. Und alles, was dann an Datenmüll dazukommt, was dann an Komplexität für das System dazukommt und worunter dann die Performance leiden könnte, das geht auf eure Kappe und wurde nicht durch jemand anderen verursacht. So oder so ähnlich kann man das jetzt auch auf die Eurowings Langstrecke übertragen. Also ganz vereinfacht natürlich. Es geht nur darum zu verstehen, dass die Fluggesellschaft ihr eigenes System hat und da schmeißen keine anderen Unternehmen ihre Systeme rein. Heißt, das System Eurowings Langstrecke bleibt einfach und überschaubar und damit bleibt die ganze Fluggesellschaft einfach und überschaubar. Ob das jetzt für jeden einzelnen Mitarbeiter die beste Lösung ist, weil er eben nicht seine komplexen Vertragsstrukturen und damit vielleicht auch lange erarbeitete Konditionen mit ins neue Unternehmen übernehmen kann, das ist wieder eine ganz andere Frage, die auf einem anderen Blatt Papier steht und das ist heute nicht das Thema. Aber das darf man natürlich nicht vergessen. Mit einer solch einfachen, wahrscheinlich am besten für das Management der Fluggesellschaft nutzbaren Struktur im Unternehmen kann man sich wohl ganz gut und recht entspannt zu niedrigen Flugpreisen am Markt aufstellen und das Portfolio an Flugzielen, an Flugstrecken, auf denen eine so gestrickte Eurowings funktionieren kann, das erweitert sich dadurch bzw. ist generell sehr, sehr groß. Die Fluggesellschaft kann viele Strecken zu guten Preisen anbieten,
funktioniert auf diesen Strecken sehr gut, kann da Geld verdienen und damit wächst selbstverständlich auch immer weiter das Potenzial, das die Fluggesellschaft für sich nutzen kann. Ja, und spätestens nach dieser Erklärung sollte klar sein, warum ein Airbus A340 in der Flotte der Eurowings nicht wirklich etwas zu suchen hat. Dieser Flugzeugtyp unterscheidet sich vom Großteil der Eurowings Langstreckenflotte. Heißt, es gibt Unterschiede zwischen einem A340 und einem A330. Wer hätte das gedacht? Die Unterschiede sind vielleicht nicht sehr groß, aber es reicht selbstverständlich aus, um eine unnötige Komplexität in das Unternehmen zu bringen. Ganz einfaches Beispiel, es gibt natürlich einen Unterschied zwischen der Technik, die sich nur um ein Flugzeug und einen Triebwerkstypen kümmern muss und der Technik, die sich um zwei Typen kümmern muss. Und ja, dazu kommt, dass der A340 der Eurowings nicht wirklich neue Strecken ermöglicht. Heißt, er hat gar keinen wirklichen Vorteil gegenüber dem A330. Der einzige Pluspunkt, den man hier an dieser Stelle vielleicht anführen könnte, ist, dass der A340 die Kombination aus gut 300 Sitzplätzen und einer Reichweite von gut 13.000 Kilometern vereinen kann. Das kann der A330-200 nicht. Der muss da Abstriche bei der Sitzplatzanzahl machen und der A330-300, der muss wiederum Abstriche bei der Reichweite machen. Aber fällt für die Eurowings, und um die Fluggesellschaft geht es ja jetzt hier, sicherlich gar nicht so ins Gewicht. Denn die Reichweite des A330-200 bzw. die des A340-300 nutzt die Fluggesellschaft ja gar nicht wirklich aus. Also lieber schnell weg mit den Flugzeugen und dafür erneut Einsparpotenzial schaffen. Sollte funktionieren. Klingt nach einem guten Plan. Tja, und für die zwei A340, die die Eurowings-Flotte dann verlassen werden, kommen drei A330-300 dazu. Also, man expandiert hier sogar. Diese drei Flugzeuge werden genauso wie die beiden jetzt die Eurowings verlassenen A340 durch die belgische Lufthansa-Tochter Brussels Airlines betrieben, was uns wiederum zum nächsten Thema bringt. Die belgische Fluggesellschaft Brussels Airlines gehört seit mittlerweile gut 10 Jahren zum Lufthansa-Konzern, beziehungsweise besteht seit dem Zeitpunkt zumindest eine enge Kooperation. Seit 2017 gehört die Brussels Airline dann zu 100% der Lufthansa. Das heißt, die Lufthansa hat an dieser Stelle auch das Sagen. Daher war es dann auch wenig überraschend, dass im April 2018 eine deutsche Lufthansa-Managerin an die Spitze der belgischen Fluggesellschaft gesetzt wurde. Etwas konkretere Planung zum Übergang der Brussels Airlines in die Eurowings gab es dann sicherlich auch schon vor einigen Monaten. Etwas konkreter wurde das dann im Oktober 2018 und da wurde das Ganze dann auch immer mehr in die Öffentlichkeit getragen. Jetzt scheint es wirklich soweit zu sein. Das war nebenbei schon immer ein großes Diskussionsthema, was auch wirklich nachvollziehbar ist, denn es dürfte natürlich völlig klar sein, dass eine Eurowings mittlerweile eine komplett andere Strategie verfolgt als eine Germanwings. Um die Differenz an der Stelle zu erkennen, müssen wir auch keine internen Informationen aus den beiden Unternehmen kennen, beziehungsweise aus dem einen Unternehmen, aus dem einen Konzern kennen, sondern es reicht ja, wenn man sich mal die Namen der Fluggesellschaft anguckt. Dass eine Eurowings nicht mehr nur für den deutschen Markt zuständig ist, was man bei einer Germanwings ja durchaus mal vermuten könnte, das dürfte klar sein. Eine Eurowings kümmert sich um Europa und eine Expansion in andere Länder, sei es jetzt mit einem Ableger in Österreich, mit einer Eurowings Europe oder einem Ableger in Belgien, das liegt dabei selbstverständlich auf der Hand. Auf kurz oder lang wird die belgische Fluggesellschaft wahrscheinlich auf der Kurz- und Mittelstrecke auch recht schnell in die Eurowings übergehen. Heißt, Eurowings wird Brussels Airlines ersetzen bzw. übernehmen. Das ist auf der einen Seite recht schade, weil es ja wieder mal ein renommierter Airline-Name ist, der an der Stelle verschwindet, eine renommierte Marke ist, die da vom Himmel verschwindet. Und wir können sicherlich davon ausgehen, dass genau das, der Erhalt der belgischen Marke Brussels Airlines, weil Brussels Airlines gehört nun mal zu Belgien, das wird sicherlich bei einigen Diskussionen bzw. bei einigen Verhandlungen ein großes Thema gewesen sein. Gesagt wurde nun ganz klar, dass bei einer europäischen Strategie, die man mit der Eurowings ja zweifelsohne verfolgt, dass dabei der Erhalt aller Einzelmarken des Lufthansa-Konzerns auf keinen Fall möglich sei. Was, wie gesagt, das Verschwinden des Namens Brussels Airlines auf jeden Fall auf der Kurz- und Mittelstrecke bedeuten dürfte. Damit verschwindet diese Fluggesellschaft vom Markt und damit selbstverständlich auch wieder mal ein Stück Vielfalt und auch für den einzelnen Passagier, für jeden einzelnen Passagier ein bisschen Auswahl. Aber man bindet sich mit einem solchen Schritt natürlich auch stärker an den Mutterkonzern und damit an einen sehr starken Partner, was auch irgendwo Sicherheit bedeutet. Das war allerdings zu erwarten. Im letzten Jahr ist die Brussels Airlines schon organisatorisch, sprich im Hintergrund in die Eurowings übergegangen, zumindest was das Thema Planung und Organisation angeht. Und jetzt hat man sich wohl dafür entschieden, dass der Markenname Brussels Airlines nicht mehr wertvoll genug sei, zumindest nicht auf der Kurz- und Mittelstrecke, um die Vorteile, die ein Komplettübergang in die Eurowings mit sich bringen würde,
und diese eben nicht zu nutzen. Denn ganz klar ist auch, die Belgier verdienen genauso wie auch Austrian Airlines nicht genug Geld. Also als Teil des Lufthansa-Konzerns verdienen diese beiden Fluggesellschaften nicht das, was man von ihnen erwartet. Dafür bekamen sie aus der Vorstandsetage der Lufthansa schon mächtig Druck, auch auf öffentlicher Bühne. Es wurde ganz klar öffentlich gesagt, dass die beiden Fluggesellschaften keine ordentlichen Ergebnisse erzielen. Deswegen wird bei beiden Airlines nicht investiert. Und das war quasi schon die indirekte Ankündigung dafür, dass sich bei beiden Fluggesellschaften auch in naher Zukunft etwas ändern wird. Das sehen wir jetzt bei Brussels Airlines und wir sehen es auch schon bei Austrian Airlines. Darüber haben wir im letzten Video ganz ausführlich gesprochen. Die belgische Langstrecke hingegen, die wird man nicht einfach so vom Markt runterfegen, denn dafür ist der Name Eurowings wahrscheinlich im fernen Ausland noch nicht bekannt genug bzw. noch nicht angesehen genug bzw. der Name Brussels Airlines im fernen Ausland zu angesehen. Zu wertvoll. So, heißt, das bleibt erst einmal. Aber auch das ist sicherlich nur eine Frage der Zeit. Heißt, wenn man Eurowings international bekannt gemacht hat und die Fluggesellschaft international funktionieren kann, dann kann man auch hier ganz einfach switchen und die belgische Fluggesellschaft ist komplett verschwunden. Da kann man sich dann vielleicht kurz mal die Frage stellen, wenn es so große Ähnlichkeiten zwischen den finanziellen Ergebnissen der Austrian Airlines und der Brussels Airlines gibt, könnte so etwas vielleicht auch mit Austrian Airlines passieren? Das kann man wohl eher verneinen. Zumindest ist der Name Austrian Airlines wohl erst einmal mehr als stark genug, um bestehen zu bleiben. Heißt, man wird die Fluggesellschaft nicht einfach so austauschen, aber an den Stellen, wo man den Namen austauschen kann, heißt auf dezentralen Strecken. Wie gesagt, war das Thema im letzten Video, da wird man ihn austauschen. Auch hier gibt es diese Veränderung. Und damit haben wir mal wieder recht ausführlich über diese ganze Eurowings-Thematik gesprochen und unschwer zu erkennen ist wohl, dass sich da noch einiges in naher Zukunft ändern wird. Wie gesagt, das ist sehr spannend zu beobachten. Ich hoffe, das war auch für euch interessant. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare und eure Meinung zu dem Thema. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Das soll es für heute gewesen sein. Lasst es euch gut gehen. Bis morgen. Schönes Wochenende euch und tschüss.